Ja, ganz herzlich willkommen an dich, ganz herzlich willkommen an alle Zuschauer. Wie angekündigt, habe ich heute einen super spannenden Interviewgast, den Hans Martin. Und bitte den Hans Martin gleich mal sich einfach selbst vorzustellen. Hallo Anne, ich freue mich über unser Gespräch heute Abend. Ja, mein Name ist Hans Martin Beck. Ich bin seit 15 Jahren in der spirituellen Tradition der Hochanden aus Peru zu Hause und arbeite heute als spiritueller Lehrer und als Coach. Super, super. Ja, also ist ja jetzt nicht ein Thema, wo man jetzt, ich sag mal, an jeder Ecke drüber stolpert. Wie kamst du denn dazu, Hans Martin? Anne, das ist, du hast recht, es ist kein Thema, über das ich an jeder Ecke stolpere. Und es gab schon manche Situationen, wo ich mir gewünscht hatte, Schornsteinfeger, Metzger oder Taxifahrer zu sein, weil es einfacher ist zu erklären. Schau, ich glaube, alles an meinem Leben ist relativ normal, auch normal gewesen. Also das heißt, ich habe Abitur gemacht, ich habe eine Berufsausbildung gemacht, ich habe studiert und ich habe viele Jahre im Marketing und Vertrieb in der IT, also in der Computerbranche gearbeitet. Und mein Leben ist wie bei vielen Leuten, glaube ich, ganz normal, in Anführungszeichen, verlaufen. Und mit, ja, so Mitte 30 kamen dann so erste Gedanken, die dann so fragten, war es das jetzt? Geht es jetzt so weiter? Wie bei so vielen von uns, ne? Ich glaube, ja. Mhm. Und wie gesagt, auch das war normal. Weißt du, ich war nie sterbenskrank gewesen. Ich habe nie mit Engeln zu tun gehabt. Ich habe keine Farben gesehen. Also mein Leben war wirklich so irgendwie ganz normal. Und dann mit Mitte 30 dieser Moment oder diese vielen Momente, wo ich dann wirklich dachte, war's das jetzt? Mhm. Und das war schwierig, weil damit wollte ich mich nicht zufrieden geben. So, und da ich aber jetzt auch nicht wirklich in meiner Familie so mit Spiritualität und fühl mal rein und guck mal, was du brauchst, aufgewachsen bin, habe ich also diesen ganzen Weg, den kannte ich nicht. Und über einen Freund, der dann zu mir sagte, guck mal, ich kenne einen Heiler, geh doch da mal hin, bin ich von diesem Heiler zu einem Workshop zum Schamanismus im weitesten Sinne gekommen und habe mich dann aber in relativ kurzer Zeit damit selbstständig gemacht. Auch das war für mich damals ja nichts Besonderes, weil mein Leben war so geprägt, diese Entscheidungen immer schnell und abrupt eher zu treffen. Ging halt dann mein Weg damals auch entlang. Und so, und dann hat es etwa noch 5 Jahre gebraucht. Dann habe ich die Lehrer kennengelernt, von denen ich sagte, das ist genau das, wonach ich gesucht hatte. Und das waren nun mal Lehrer, die diese Tradition aus Peru unterrichtet hatten. Und weißt du, dann kam so ein Schritt zum nächsten. Dann habe ich diese Lehrer nach Deutschland einladen können. Dann ein Jahr später habe ich die Meister aus Peru, die indigenen Meister eingeladen. Und heute dreht sich mein ganzes Leben von morgens bis abends um diese Spiritualität aus Peru. Geil, ja, ja. Und ja, du sagst ja auch, dein ganzes Leben dreht sich darum, ne? Nicht nur deine Arbeit. Das heißt, es ist für dich auch was du im Alltag anwendest, ne? Oh ja, oh ja. Was hat sich denn da in deinem Leben so verändert, als du dann zu dem Thema gekommen bist? Es gibt so viele Erlebnisse, fast jeden Tag, wo ich dann immer so halb ehrfürchtig so nach oben gebe, danke für mein großartiges Leben. Danke für das, was in den letzten 15 Jahren passiert ist. Also ein Aspekt, warum ich überhaupt anfing, mich mit sowas Alternativen zu beschäftigen, war die Tatsache, dass ich festgestellt hatte, dass bei mir beispielsweise keine Beziehung länger als 6 Monate hielt. Und wenn du das siehst, aber dein größter Wunsch darin besteht, eine Familie zu haben, dann merkst du irgendwann, es wird langsam schwer. Kein Problem. So. Und ich sag mal, das waren dann 5, 6 Jahre, die ich dann schon in der Tradition war, habe ich dann meine heutige Frau kennengelernt und innerhalb von einem halben Jahr sind wir zusammengezogen, innerhalb von einem Jahr haben wir geheiratet und das ist jetzt fast 10 Jahre her. Das heißt, da hat sich ja schon unglaublich viel
bewegt. Ja, das ist ja ein Riesenunterschied, ja. Und meinst du, du konntest sie dann eben so kennen und lieben lernen, weil du da aufgrund dessen, was du gelernt hast, dich so gewachsen bist? Ich glaube, und das ist auch das, was mir diese Tradition zeigt, aber ich glaube, in jeder Tradition ist es so, Wachstum fängt immer bei uns selbst an. Für die Inkas ist es vollkommen klar, wenn du dir den Lauf oder den Fluss von Energie anschaust, dann geht die Energie des Universums immer zu dir, von dir zu deiner Familie, zu deinen Freunden und von dort in die ganze Welt hinaus. Das heißt, weißt du, dieser berühmte Satz, sei die Veränderung, die du selbst haben möchtest, in der Welt, stimmt auch aus Sicht der Tradition. Wenn du etwas tun willst, dann tu es für dich und tu es mit dir. Fang bei dir an. Und ich kann nicht feststellen, dass eine Sache in meinem Leben völlig daneben läuft oder immer irgendwie merkwürdig läuft und dann aber hoffen, dass es irgendwann ändert, ohne dass ich bereit bin, was dafür zu tun. Und ich will auch gar nicht sagen, dass das Leben und Veränderung im Leben so ein Kampf ist. Oder ich will auch gar nicht sagen, dass Veränderung immer so heftig einhergehen muss wie bei mir. Es war halt nur mein Weg. Sondern ich sage einfach nur, wenn jeder an seinen Themen arbeitet, wenn jeder sich mit seinem Schatten beschäftigt, wenn jeder versucht, und das ist jetzt die Formulierung der Inkas, Energie ins Fließen zu bringen, dann kommt da eine Harmonie ins Leben und dann können die Dinge eben auch an ihren Platz kommen. Und dann fangen wir an, uns zu entwickeln. Dann fangen wir an, Dinge im Leben eben zu verändern und mehr von dem ins Leben zu ziehen, was uns gut tut und was uns Freude bereitet. Ja, das ist so wichtig, ne? Die Freude auch. Ja. Ganz wichtiger Punkt, ja. Und Martin, wie bringe ich denn die Energie ins Fließen? Das will ich auch. Du, es ist, Anne, wir werden ja am Ende noch mal eine kleine Übung zusammen machen. Ja, ja. Weißt du, generell, Energie, die Schwierigkeit, die es immer so gibt und auch gerade in solchen Interviews, ist nämlich folgende. Du hast, und es ist völlig egal, ob du dich mit dem Buddhismus, mit dem Hinduismus, mit der christlichen Tradition, mit der muslimischen, mit dem Sufismus oder mit den Inkas beschäftigst, du hast in der Regel eine relativ einfache Weisheitslehre. Du hast wenige Spielregeln, du hast Werte, um die sich alles in einer Tradition dreht. Und dann bekommst du letztendlich die Werkzeuge an die Hand, um das zu erreichen, was du erreichen möchtest. Weißt, die einen beten, die anderen meditieren und die Dritten arbeiten mit der Intention und bringen dadurch Energie ins Fließen. Was mir Schwierigkeiten bereitet, weil ich da nicht gut drin bin, ist innerhalb von ganz kurzer Zeit so ein riesengroßes Weltbild runterzudampfen, sodass ich es besser erklärbar mache, worum es geht. Was die Inkas unter Energiefließen meinen, ist einfach Folgendes. Für sie besteht alles, das ganze Universum besteht aus lebendiger Energie. Lebendige Energie. Und jetzt stellst du fest, wenn du durchs Leben gehst, dass du mit allem verbunden bist. Der Mensch hat, warum auch immer, einen freien Willen mitbekommen. Und dieser freie Wille ermöglicht es, Energie fließen zu lassen oder Energie anzuhalten. Das heißt, ich kann zum Beispiel zu dir nett sein, ich kann aber auch garstig sein. Ich kann Hilfe annehmen, ich kann Hilfe ablehnen. Ich kann in jeder Situation mich entscheiden, was ich tun möchte. Das ist der freie Wille. Und je nachdem, wie ich mich in jeder Situation entscheide, fließt etwas. Es fließt etwas zum Beispiel zwischen dir und mir. Es fließt etwas zwischen dir und deinem Nachbarn. Es fließt etwas zwischen mir und meinem Hund. Oder es fließt auch nichts. Und wenn etwas fließt, dann bezeichnen wir in der Tradition das als leichte Energie. Das ist im übertragenen Sinne ein bisschen wie wenn du an den Fluss gehst und dir mal anschaust, was passiert, wenn das Wasser von oben nach unten fließt. Wenn das Wasser frei fließen kann, dann sprudelt es, dann riecht es gut, dann schmeckt es gut. Das ist in etwa das, was wir als
leichte Energie bezeichnen. Wenn du jetzt hergehst und baust einen Staudamm in dieses Wasser hinein und du kommst ein paar Tage später wieder, dann stellst du fest, das Wasser kann nicht mehr fließen, es steht, es wird trübe, irgendwann fängt es an zu riechen und es schmeckt auch nicht mehr gut. Das ist in etwa die Übersetzung von schwerer Energie. Super. Das heißt, der einzige Unterschied zwischen den beiden besteht darin, in einem Fall fließt etwas und im anderen Fall fließt es nicht. Aber das Wichtigste an diesem Beispiel ist das Verständnis dafür, in beiden Fällen ist es noch immer die Energie des Wassers. Du kannst dich mit dem Wasser, das stillsteht, und mit dem Wasser, das fließt, in beiden Fällen verbinden und es fühlt sich exakt gleich an, weil die Energie des Wassers da ist. Wenn du jetzt hergehst und nimmst zum Beispiel aus diesem Wasser, in dem du den Damm reingebaut hast, wenn du die Blockade wegnimmst, dann fließt das Wasser wieder und ein paar Meter weiter unten kannst du überhaupt nicht mehr sagen, welcher Teil des Wassers war vorhin stillgestanden und welcher fließt. Das heißt, alles im Leben und alles bei den Inkas dreht sich darum, Blockaden zu lösen, sodass die Energie frei fließen kann. Und da gibt es so viele Beispiele im Leben, wo du sehen kannst oder wo du auch genau spüren kannst, ob etwas fließt oder nicht. Wenn du mir jetzt zum Beispiel etwas anbietest und ich sage, oh nein, Agne, danke, brauche ich nicht. Du siehst schon an der Handbewegung, busch, ja. Da halte ich die Energie an. Wenn ich sie aber hernehme und sage, Anne, das ist total nett von dir, danke, dann geht es dir gut und mir geht es auch gut. Zwischen uns ist eine schöne Verbindung. Natürlich muss ich dann schauen, wie ich damit umgehe. Aber es geht, und das ist das Schöne daran, es geht immer nur darum, Wege zu finden, die Energie ins Fließen zu bringen. Und zum Abschluss nur dieser Sequenz. Weißt du, nur ein Beispiel. Als meine Frau und ich in unser Haus eingezogen sind, hatten wir dann irgendwann mal die Nachbarschaft kennengelernt und dann auch unsere ältere Nachbarin. Und dann habe ich dir so erzählt, wer ich bin und dass ich gerade am Abnehmen bin. Ach, sie nehmen ab, Herr Beck. Am nächsten Tag klingelt es an der Tür, die nette Frau steht da mit einem Kuchen in der Hand und ich, hallo? Herr Beck, der Kuchen ist für Sie. So, und genau an dem Punkt stand ich. Schau, wenn ich jetzt zu ihr sage, ich habe gestern gar nicht zugehört, ich nehme doch gerade ab, jetzt nehmen Sie Ihren Kuchen bitte wieder mit. Weißt du, nicht nur, dass ich die Energie anhalte, aber das ist richtig hart. Und wenn ich das noch böse genug formuliere, wird die Frau mir nie wieder etwas bringen. Stattdessen habe ich gesagt, das ist total nett von Ihnen, danke, und habe den Kuchen genommen. So, jetzt hatte ich natürlich das Problem, das ist schon klar. Und ich habe ja auch Kuchen, weißt du? So, und dann kam eine Frau abends von der Arbeit nach Hause und da sagte ich zu ihr, Elke, guck mal, wir haben den Kuchen gekriegt, sei so lieb, nimm den doch morgen mit in die Arbeit und verteile ihn mal an die Kollegen. So, weißt du, und es ging so leicht und deswegen haben wir auch so eine nette Verbindung, diese Dame und wir. Aber wenn wir es schaffen würden, in jedem Moment mit jeder Person das so hinzukriegen, dann wäre Harmonie nicht mehr dieses, ich muss erdulden und leiden, sondern es wäre einfach nur pfiffig, okay, wie kann ich die Situation lösen? Und für dieses Lösen haben halt die Inkas nun einige Werkzeuge entwickelt, so nenne ich das mal, damit wir in jedem Moment unseres Lebens eben diese Energie ins Fließen bringen können. Denn das, was verhindert, dass zwischen Menschen eine schöne Harmonie entsteht, ist immer unsere eigene schwere Energie. Weißt du, so die Erfahrung, die du gemacht hast, deine Glaubenssätze, meine Glaubenssätze, all das, was diese mich jetzt Gesellschaft, glaubt. Weißt du, diese Regeln der Gesellschaft sozusagen. Ja? Es muss so und so und so, das, also da kotze ich ja regelmäßig. Auch wenn ich weiß, dass das Kotzen mir nicht hilft, ja, aber also. Ja. Genau. Und es sind ja auch Dinge, die wir von klein auf beigebracht bekommen haben. Es sind Verhaltensweisen, die wir uns angeeignet haben, die uns vielleicht noch nicht mal bewusst sind. Es sind die eigenen Erlebnisse. Weißt du, wenn du, keine Ahnung, wenn du einem Menschen begegnest, der auf eine gewisse Art und Weise aussieht oder sich verhält und du hast ein schlecht oder ein schwieriges Erlebnis mit dem, dann wird es erstmal schwierig sein, bei der nächsten Begegnung mit einer Person, die ähnlich aussieht,
völlig unvoreingenommen auf diese Person zuzugehen. Aber es ist dein freier Wille, es ist deine schwere Energie. Und da haben die Inkas einfach Werkzeuge und entwickelt. Also Werkzeuge meine ich damit Übungen, die mental im Kopf mit der Intention abgehalten werden, um die eigenen Vorbehalte zu lösen, die eigenen Blockaden zu lösen, aber dann auch, um anderen zu helfen, auch die Energie, die schwere Energie loslassen zu können. Das heißt, das ist das, was Energiefließen bedeutet, zu gucken, dass du eine Harmonie in dein Leben bekommst, mit dir, also für dich, aber auch mit den Menschen um dich herum. Und Hans, also das ist echt Hammer, wenn man jetzt sowas lernen möchte, wie fängt man denn da an? Also wie kann man denn da reinkommen in das Thema? Du kannst es einmal machen über Kurse oder über Workshops, so wie ich das früher gemacht habe. Du kannst nach Peru gehen und kannst dort bei einem Lehrer lernen. Da hätte ich nichts dagegen. Glaube ich dir sofort. Ganz konkret, Anne, also du könntest zu mir kommen, wenn Corona sich wieder aufgelöst hat, in Präsenzkursen. Du könntest einen Online-Kurs machen, der ein bisschen anders ist, aber nicht minder intensiv. Mhm. Du könntest nächstes Jahr mit mir nach Peru mitkommen. Da bringe ich den Leuten auch die Übungen an den Kraftplätzen bei. Und wenn du erstmal sagst, ich möchte jetzt gar nicht mal gleich einen Kurs machen oder Geld ausgeben, könntest du auch auf meiner Webseite die Pachamama Challenge machen. Also nicht, dass du die Pachamama herausforderst, aber sie fordert dich heraus. Was ist denn die Pachamama? Pachamama ist die große Mutter. Pacha im Quechua, in der Sprache der Inkas, heißt je nachdem, wie du das Wort benutzt, Raum oder Zeit. Die Pachamama ist die Mutter von Raum und Zeit. Das, was wir seit Einstein wissen, wussten die Inka schon vor 500 Jahren. Ja. Die Pachamama ist sowas wie der weibliche Gott, sagen wir mal, der weibliche Aspekt des Universums. Finde ich gut. Also, ja, na klar. Und daneben gleichberechtigt auch noch Pachatata, nämlich den männlichen Aspekt des Universums. Mhm. Aber wie bei den Menschen auch, unterscheiden die beiden sich in ihrer Qualität fundamental. Mhm. Die Pachamama bei den Inkas ist die, die alle Materie erschafft, weißt du? Alles, was du anfassen kannst, ich sag mal so, die Webcam, das Handy, das Haus, deinen Partner, den Hund, alles kommt von Pachamama, weil es aus Materie besteht. Alles Immaterielle, alles, was einen Geist hat, kommt vom großen Vater. Das heißt, sie gibt den Körper, er gibt den Geist. Und zusammen erschaffen sie deshalb alles Leben. Deswegen lebt auch alles, weil alles einen Körper hat und alles einen Geist hat. Und deshalb ist die Pachamama so wichtig, weil den Partner, die Partnerin, das Geld, den Job, den Haus, das Kind, alles, was wir uns wünschen, kommt von der Pachamama. Und deswegen ist es für die Inkas und ihre Nachfahren in den Hochanden heute immer so wichtig gewesen, eine intensive Beziehung zu diesem, weil wenn ich sage Gott, ist es für manche Leute so schwierig, aber zu dieser Naturkraft zu haben. Diese Energie, ja. Wenn du zu dieser Energie, zu diesem Lebewesen eigentlich, und wenn du mal anfängst, und das ist das, was dir die Pachamama Challenge zeigt, sie gibt dir vier einfache Übungen, um wirklich in Kontakt mit der Pachamama zu gehen. Das muss ich echt machen. Ich bin mal gespannt, was du dann sagst. Ja. Aber es sind wirklich vier pragmatische Übungen, wo du einmal Danke sagen kannst und dir vorher einfach überlegst, wofür will ich denn mal Danke sagen? Was habe ich in meinem Leben an tollen Dingen erhalten? Dann kannst du dir aber auch überlegen, welche großen, kleinen oder fundamentalen Fragen habe ich denn eigentlich? Und dann kannst du sie fragen und dann wirst du eine Antwort bekommen. Und das sind so Dinge, die ich quasi für Leute, die einfach mal sehen wollen, was für ein Weltbild steckt denn dahinter und welche Art der Arbeit ist denn das? Das habe ich versucht, in dieser Pachamama Challenge darzustellen. Sehr cool. Dann tun wir das auf jeden Fall noch verlinken. Gerne, freue ich mich.
Und du hast ja auch angeboten, noch eine kleine Übung mit uns zu machen. Da würde ich mich sehr, sehr freuen. Ganz kurz, wir haben ein paar Zuschauer auch. Mädels, ich glaube, es sind Mädels. Mädels, wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt die sehr gern in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, wir können jetzt erstmal in die Übung gehen und dann am Ende noch die Fragen beantworten, wenn es die gibt. Passt? Machen wir. Ich mach mal oder ich zeig dir mal eine der einfachsten Grundübungen, die es in der Tradition gibt. Und natürlich, Anne, wenn ich jetzt anfangen wollte, über die Bedeutung und die Kraft der Übung zu reden, da würde ich wieder eine ganze Stunde brauchen. Deswegen mache ich es mal relativ knapp und sage nur, die Übung, die ich dir jetzt zeigen möchte, ist eine Übung, die dir hilft, in Situationen, die ganz schwierig für dich sind. Jemand setzt dich unter Druck zum Beispiel. Jemand schreit. Jemand möchte, dass du etwas tust. Wenn du das Gefühl hast, du bist in einer Umgebung, die dir gar nicht gut tut, es geht dir nicht gut, du fühlst dich unwohl, dann machst du die nachfolgende Übung. Bevor ich die anleite, muss ich allerdings noch 2, 3 Sachen sagen, weil ich aus Erfahrung weiß, wenn ich die nicht anführe, dann gibt es den einen oder anderen oder die eine oder andere, die Übung nicht aus ganzem Herzen mitmachen kann. Das Wichtigste für die Übung ist Folgendes zu wissen. Die Pachamama ist diejenige, die Inka-Meister bezeichnen die Pachamama als die größte Transformatorin von schwerer Energie. Und sie machen das an ganz einfachen Beispielen klar, damit uns bewusst wird, was wir meinen. Wenn zum Beispiel ein Apfel vom Baum auf den Boden fällt, das ist ja Materie, das ist ja was Schweres. Mhm. Nimmt die Pachamama den Apfel, sie zerlegt ihn, sie wird fruchtbar und neues Leben kann entstehen. Wenn zum Beispiel das Schaf oder das Alpaka über die Wiese läuft und das Schwänzchen hebt, dann fällt da hinten was raus. Die Pachamama nimmt es, transformiert es und an der Stelle wird sie fruchtbar und Neues kann wachsen. Weißt du? Das heißt, schwere Energie ist für die Pachamama notwendig und sie liebt es, um fruchtbar zu werden. Und wenn wir ihr jetzt gleich unsere schwere Energie geben, dann ist es ja keine Materie, sondern was Immaterielles. Das heißt, das ist noch viel leichter. Und deswegen sagen die Meister, wenn wir ihr von uns unsere schwere Energie geben, dann füttern wir sie mit ihrer Lieblingsnachspeise. Das dürft ihr nie auf den Blick verlieren. Deswegen ist so wichtig, immer alles loszulassen. Das ist das eine. Und das Zweite, was für die Übung noch wichtig ist, ist zu wissen, oberhalb unseres Scheitels, von hier nach oben, ab da beginnt die obere Welt. Das ist der Teil des Universums, in der nur leichte Energie besteht. Zwischen dem Scheitel und unseren Fußsohlen, das ist der Teil, wo wir in dieser Realität sind, also in dem Leben, wo wir sind. Und da sind wir ja in der Lage, dass wir manchmal eine Harmonie herstellen und manchmal nicht. Deswegen ist in dieser Welt manchmal leicht, manchmal schwer. Und unterhalb unserer Fußsohlen geht die untere Welt los. Und das ist der Ort, an dem die Bewohner der Unterwelt nie irgendetwas füreinander tun. Da fließt gar nichts. Da ist alles nur so Tauschhandel. Wenn du das für mich tust, dann mache ich das für dich. Wenn du es aber nicht machst, dann mache ich gar nichts für dich. Weißt du? Martin, das kennen wir auch aus dem Konzern, ne? Ja, das kennen wir auch daher. Das ist völlig richtig. Und deswegen ist nur wichtig zu wissen, wenn du also jetzt gleich die leichte Energie von oben, von der oberen Welt zu dir runterziehst, dann ist es dieses leichte, lebendige, was dir hilft, dich zu reinigen, weißt du? Mhm. Und ich weiß gar nicht, wie es im Ayurveda ist. Arbeitet ihr im Ayurveda auch mit sowas wie der Aura? Nee, erstmal nicht. Mhm. Erstmal gar nicht, gell? Nee. Aura ist jetzt nicht rein ayurvedisch. Nee. Ayurveda ist eigentlich was sehr Pragmatisches, ich sag mal so. Ne? Okay, ja. Ich frage deshalb, weil zum Beispiel die Yogis, die Buddhisten oder auch die Inkas wissen, dass es so eine Art Energieblase gibt, eine Energie, die uns Menschen umschließt. Mhm. Und das,
diese Energieblase ist gefüllt mit Lebensenergie. Da ist unsere Lebensenergie drin. Das, was manche Menschen als die Aura bezeichnen. Und in dieser Inka-Tradition, wo wir ja nur mit Hilfe unserer Vorstellungskraft oder unserer Intention arbeiten, können wir zum Beispiel diese Aura öffnen und schließen. Und das ist kein Hexenwerk. Wenn ich jetzt möchte, dass ich oberhalb meines Kopfes die Energieblase öffne, dann öffne die sich. Und wenn ich dir sage, siehst du den blauen Elefanten, dann hast du garantiert in dem Moment den blauen Elefanten vor deinem inneren Auge. So arbeiten wir. Ich mache sowas auch. Ne? Das ist mir egal, ob das jetzt im Ayurveda ist oder nicht. Also, weißt du, wenn was interessant ist und ich damit arbeiten kann, dann ist doch super. Perfekt. Also, ja. Perfekt, Anne. Und das sind die Zutaten für diese Übung. Ich sage dir mal im ersten Durchgang nur, dir und den Zuhörern und Zuhörerinnen, sage ich mal im ersten Durchgang nur, wie die Übung abläuft. Und dann machen wir sie gemeinsam. Dann ist es vielleicht noch mal einfacher. Okay? Ja, sehr, sehr gerne. Also, Schritt 1. Und wir machen sie jetzt wirklich in der Version, wie ich sie von meinen indigenen Lehrern gelernt habe. Und das ist ohne Schnickschnack und ohne Räucherstäbchen und weiße Gewänder. Das ist, wie du bist, du setzt dich einfach hin oder du stehst oder du liegst. Du bist, wie du gerade bist. Jetzt gehst du zum ersten Schritt her und öffnest deine Energieblase oberhalb des Kopfes. Du sagst Energieblase, du gehst auf. Und dann geht die auf. Mhm. Im zweiten Schritt ziehst du aus der oberen Welt die leichte, lebendige Energie von oben nach unten zu dir runter und lässt diese leichte, lebendige Energie ein bisschen wie bei einer Dusche durch dich durchfließen. Und diese leichte, lebendige Energie fließt durch deinen Körper und sie fließt durch deine gesamte Aura oder durch die Energieblase. Und sie geht nach unten und fließt in den Boden hinein. Jetzt geht es darum, diesen Fluss stark zu machen. Das heißt, du lässt die Energie schneller und schneller fließen. So ein bisschen wie wenn du an der Dusche den Hebel aufdrehst und da kommt mehr und mehr Wasser durch. Ja. Wenn jetzt diese Energie fließt, dann gehst du her und gibst alles ab, was du loslassen möchtest. Das heißt, wenn du zum Beispiel, wenn ich heute mich über jemanden geärgert habe, dann gebe ich den Ärger einfach nach unten ab und lasse den los und gebe ihn zur Pachamama. Wenn ich überlege, ach Gott, morgen ist wieder ein schwieriger Tag, oh, ich muss das und das und das machen. Wenn ich so typische Sorgengedanken habe, lasse ich sie einfach los. Ich nehme die Sorgen und gebe sie einfach ab an die Pachamama. Wenn ich Kopfschmerzen habe, wenn ich Probleme mit der Haut habe, wenn ich irgendetwas Physisches habe, stelle ich mir vor, die Energie nimmt den Schmerz, nimmt das Problem weg und trägt es nach unten zur Mutter Erde und übergibt ihr das. Und das mache ich. Und sonst machst du gar nichts in dieser Übung. Normalerweise würde ich dir jetzt sagen, mach sie so lang, bis du nicht mehr kannst, bis du nicht mehr magst oder bis du das Gefühl hast, da ist nichts mehr zum Loslassen. Aber das schaffen wir jetzt nur nicht in dieser kurzen Zeit. Ist klar. Deswegen gebe ich einfach manuell ein Stoppzeichen und sage, und jetzt beenden wir die Übung, dass wir dann alle wieder gemeinsam aufhören. Okay? Schön. Ja. Du kannst die Übung mit geschlossenen Augen oder mit geöffneten machen. Ich mache es jetzt einfach mal hier mit geschlossenen Augen. Okay? Mhm. Wunderbar. Also, nimm dir mal nur einen ganz, ganz kurzen Moment Zeit, um mal in deinen Körper reinzuspüren und nur mal zu fühlen, wie es dir geht, ob du zum Beispiel ruhig bist, ein bisschen nervös bist, aufgedreht bist. Es gibt Menschen, denen fällt es zum Beispiel schwer, sich hinzusetzen und einfach mal nichts zu tun. Und jetzt gehen wir her und öffnen unsere Aura, unsere Energieblase oberhalb des Kopfes. Wir machen die auf. Und jetzt ziehen wir die leichte, lebendige Energie von Vater Kosmos, von dem großen Vater, von oben nach unten zu uns herunter. Wir lassen die Energie durch unseren Körper nach unten in den Boden fließen. Und wir lassen die Energie auch überhalb der Energieblase und durch unsere Aura in den Boden hineinfließen. Das heißt, unsere gesamte Energieblase, unser ganzer Körper
wird durchflutet von leichter, lebendiger Energie. Und die fließt durch uns hindurch in den Boden zur Mutter Erde. Wenn du merkst, dass die Energie irgendwo nicht fließen kann oder wenn du das Gefühl hast, irgendwas ist da abgeschnitten, macht nichts, versuch's einfach, es geht. Sag der Energie, dass sie einfach da durchfließen soll und dann fließt die da durch. Wenn du merkst, dass die Energie komplett frei fließt, dann lass sie mal schneller fließen. Denn wir können Energie nicht nur fließen lassen, sondern wir können sie auch schneller fließen lassen. Und jetzt, wo die Energie frei fließt, nimm mal alle Gedanken, allen Ärger, all die Wut, die du erlebt hast, vielleicht all die schwierigen Telefonate, die Sorgen oder all die physischen Probleme, die du hast, und lass sie einfach los. Gib sie in diesen Strom von Energie, damit die Energie diesen Schmerz, diese schwere Energie nach unten zur Pachamama nehmen kann. Und sie kümmert sich dann drum. Sei großzügig, lass alles los und gib es an die Pachamama ab, denn sie wird dir dann später was Großartiges dafür zurückgeben. Wenn du das Gefühl hast, dass du jetzt nicht mehr magst oder dass du nicht mehr kannst oder dass da auch gar nichts mehr ist, was da losgelassen werden muss, das sind keine Blockaden mehr, dir geht's gut, dann schließt du die Energieblase oberhalb deines Kopfes wieder und damit hört die Energie automatisch auf zu fließen und dann öffnest du langsam wieder deine Augen. Das ist total toll. Also es ist wirklich schön. Ne? Vielleicht das Spannende, Anne, ist, wenn nicht ich dir was sage, aber wenn Menschen dir erzählen, was sie mit der Übung erleben. Mir hat zum Beispiel mal eine Frau erzählt, die hat ein ganz, ganz schwieriges betriebliches Umfeld. Sie sagt, der Chef ist ein bisschen cholerisch und dann hat sie eine Kollegin dabei, die schimpft nur den ganzen Tag. Und sie sagt, es war bei ihr ist jahrelang so, dass sie das Gefühl hatte, zur Arbeit zu gehen und Sachen erdulden und aushalten zu müssen. Und dann kam sie mal nach so einem Wochenende in die Firma und hat gedacht, so, jetzt probiere ich das einfach mal aus. Und das hat sie gemacht und sie sagt, die Kollegin fragt irgendwann, was ist denn mit dir los? Du bist ja irgendwie so entspannt. Dann sagt sie, weißt du, auch als der Chef kam und wieder rumgetobt hat, hat sie die Übung gemacht und sie hat förmlich gemerkt, wie ihm irgendwann der Ärger ausgegangen ist, dass sie immer einfach rumgetrieben ist gegangen, weil es ihr gar nichts mehr ausgemacht hat. Weil sie es nicht empfangen, weil sie es nicht, ich sag mal, darauf reagiert hat, ne? Sie hat es so durchfließen lassen. Das ist genau der Punkt. Ja. Diese schwere Energie von dem Chef kam zu ihr, wurde von der leichten Energie mit nach unten genommen und hat sie gar nicht mehr berührt. Und da konnte sie inmitten dieser ganzen unschönen Situation total entspannt bleiben. Geil. Und das ist die Kraft dieser Übung. Und keiner sieht dir an, dass du sie machst. Das ist ja das Wichtige dabei. Ja, genau. Du musst nicht irgendwie so... ne? Genau. Ja. Genau. Ja. Also, total toll, ehrlich. Also auch meine Zuschauerinnen sind richtig begeistert, gell? Darf ich dir sagen. Danke. Das Bild im Hintergrund ist wunderschön, die Übung hört sich ganz einfach an. Anke möchte auch gern die Panchamama-Challenge. Thema Zeitraum, Bewusstsein ist spannend. Verena fragt, wie lange machst du denn die Übung in der Regel? Kann man sowas überhaupt sagen? Nee,
du bist dein eigener Maßstab, weißt du? Ich mache die Übung immer dann, wenn ich merke, es geht mir nicht gut. Beispielsweise, weißt du, zum Beispiel, Anne, wir beide kennen das. Telefon klingelt, palim, palim, du gehst ran und dann hast du jemanden am Telefon, der überhaupt nicht mehr aufhört zu reden und seine Probleme immer und wieder hochholt. So. Ja. Früher bin ich da echt sauer geworden, weil ich nicht wusste, wie ich damit umgehen soll. Und wenn ich merke, dass ich dann sauer werde, dann mache ich die Übung, ich öffne meine Energieblase, lasse die Energie durch, so, und lasse dann alles, diesen Wut oder den Ärger, der hochkommt, einfach ab. So. Das, weißt du, da gibt es natürlich für jede Übung immer noch so eine Art Erklärung. Und eine der Erklärungen ist, kein Mensch kann zwei Dinge gleichzeitig tun. Du kannst nicht eine Übung machen und dich ärgern. Das ist unmöglich. Und in dem Moment, wo du also dich auf die Übung konzentrierst, geht deine Aufmerksamkeit von dem Ärger weg. Aber da passiert noch mehr. Es ist mehr als nur eine Art Ablenkung. Ja, und in dem Moment, wo ich dann merke, dass mein Ärger verflogen ist, höre ich mit der Übung auch schon auf. Warum soll ich denn da weitermachen? Und dann fängt nämlich an, wenn ich merke, dass ich dann gelöst bin, dass ich lockerer bin, dann kann ich der Frau helfen. Weil ich ja weiß, die textet mich ja nur zu oder die redet ja nur so viel, weil sie selbst blockiert ist, weil da ganz viel schwere Energie ist. Dann fange ich an, ihre schwere Energie zu essen, weißt du? Und dann hört das Telefonat nach 10 Minuten auf. Da ist es ruckzuck erledigt. Weil sie es dir abgegeben hat, du konntest es dann durch diese Übung auch irgendwo aufnehmen und sie ist dann befreit, ne? Sie ist befreit, aber sie gibt es mir nicht ab, sondern ich mache mit ihr das, was die Pachamama mit dem Apfel macht. Ich nehme ihre Energie, ich transformiere sie, da lade ich mich ein Stück weit mit auf und den Rest gebe ich ab zur Pachamama. Aber es macht was mit den Menschen. Jeder, egal wie blockiert oder wie, ich sag mal, zu er sein mag, spürt, dass sich da was ändert. Und am Ende spüren die Menschen nur, dass du gar nicht ablehnend ihnen gegenüber dastehst, sondern mindestens neutral, wenn nicht sogar nett, weißt du? Schön. Ja. Und vielleicht ist es am Ende nur das, dass du gar nicht böse bist oder gar nicht gereizt bist, dass das schon die Situation und die Harmonie in der Beziehung da hineinbringt. Dass du nicht wertend bist, gell? Genau. Ja, genau. Ja, also Wahnsinn, ja. Die Anke schreibt gerade, es ist fast wie durchlüften. Anke, das finde ich ein gutes Bild. Es ist wirklich ein Stück weit wie durchlüften, mit dem kleinen Unterschied, dass du lüften kannst, egal wo du bist. Egal wo du bist. Und das ist das Großartige dabei. Und wenn du dann auch noch weißt, wie du quasi für dich und andere lüften kannst, dann wird es richtig spannend. Auf jeden Fall, ja. Arbeitskollegen, Ehepartner, Mamas. Ja, ganz toll. Darf ich noch, wir sind schon voll über der Zeit, aber ich habe noch eine kleine Frage, was interessiert mich gerade brennend. Und zwar, warum muss ich denn die Energieblase schließen überhaupt? Also ich komme so ein bisschen aus der Haltung im Moment, dass ich eigentlich immer gern so offen bin, wie es geht, ne? So einen ganzen Tag über. Also für mich klang es gerade ein bisschen kontraintuitiv, die Energieblase zu schließen. Anne, schau, ich habe es jetzt, weißt du, das war jetzt, wie sage ich das? Du musst sie gar nicht schließen. Die Energieblase schließt sich automatisch. Die Energieblase kannst du dir vorstellen wie eine Seifenblase. Du wirst niemals eine Seifenblase sehen, die oben geöffnet ist. Der natürliche Zustand ist geschlossen. So. Geschlossen heißt aber nicht verschlossen, sondern die Sensibilität, die wir entwickeln, merkst du nur anhand dessen, wie viel schwere Energie auf dir oder auf deiner Energieblase ist. Weißt du? Diese Energieblase, diese Aura für die Inkas, ist wie eine Art Schutzhülle, die uns umgibt. Das ist wie unsere Haut. Unsere Haut hält alles ab, was nicht zu uns gehört. Und alles, was nicht zu uns gehört, bleibt eben draußen. Und alles, was rein darf, darf rein. So ist unsere. Semipermeabel. Ja, semipermeabel. Genau, das ist es.
Genau so ist die Energieblase nämlich auch. Ja. Jetzt ist das Problem folgendes. Wenn du jetzt mal 14 Tage durchs Leben gehst, ohne dich zu duschen und zu waschen, und das Gleiche gilt ja für mich auch, dann fängt ja schon nach ein paar Tagen an, dass der ein oder andere denkt, Hans-Martin oder Anne riecht ein bisschen merkwürdig. So. Nach einer Woche ist es schon deutlich stärker, der Geruch. Und nach 14 Tagen mag schon gar niemand mehr in unserer Nähe sein. Und genau das Gleiche. Ich werde online arbeiten. Aber das Gleiche ist es mit unserer Energiearbeit ja auch. Weißt du, wir alle haben schon schwierige Erfahrungen gemacht. Wir alle haben Glaubenssätze. Wir alle haben Vorurteile. Und wenn es aber, wenn wir uns nie darum kümmern, die mal aufzulösen, dann laufen wir durchs Leben und sind für die Menschen um uns herum einfach nur schwer. Ja. Die einen sagen, der hat einen Tick, die anderen sagen, der ist ein bisschen bekloppt, die anderen sagen, der lacht ja nie, egal wie es ist. Wir werden aber wirklich schwer und schwierig für unsere Umgebung. Wenn wir aber jetzt lernen... Weißt du, auch für uns selbst. Ja, ja klar, das Leben macht ja dann für uns auch keinen Spaß mehr, weil alles so schwierig ist. Wenn wir aber jetzt mit der Übung von eben anfangen, all das Schwere loszulassen, dann merken wir auch, wie da eine Leichtigkeit kommt. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und es geht auf deine Frage nochmal zurück. Es ist jetzt auch, du kannst mit einer geschlossenen Energieblase durchs Leben gehen, und wenn du anfängst, die regelmäßig zu reinigen, dann spürst du ganz genau, was um dich herum passiert. Diese Energieblase ist auch wie ein Organ, was dich spüren lässt, wie die Menschen um dich herum drauf sind. Und dann merkst du noch viel mehr als vorher, ups, da bin ich mal ein bisschen vorsichtig, die Person ist vielleicht ein bisschen komisch, oder die ist aber ganz nett. Und du brauchst in dieser Tradition auch deshalb keine Schutzmechanismen. Ich kenne keinen einzigen Schutz. Der beste Schutz ist es, offen durchs Leben zu gehen. Der Meinung bin ich eben, deswegen war diese Frage. Ja. Genau. Aber nicht naiv, nicht, ich sag mal, sondern bei dir konzentriert, aber trotzdem genau zu spüren und genau zu wissen, was um dich herum passiert. Und das ist für mich eben, genau wie du sagst, das ganz, ganz Wichtige. Wir schützen uns nicht. Und ich habe es jetzt mit dem Schließen eben am Ende nur gesagt, weil ich dann weiß, es kommt ganz oft und fast immer als Frage, muss ich die Blase schließen? Also dachte ich mir, sage ich jetzt gleich mal an, wir schließen sie. Aber sie schließt sich immer von alleine. Nur öffnen müssen wir sie. Das ist wichtig. Bewusst. Also mega geil. Ich glaube, ab morgen tun wir alle Energie duschen. Cool. Es war noch eine Frage von Steffi. Ich habe eine Kollegin, die immer mit allem und jedem unzufrieden ist und die nie nette Worte findet. Geht das da auch? Kann ich ihr das abnehmen? Ja, Steffi, kannst du, aber das musst du lernen. Das kann ich dir nicht jetzt so, ich sag mal, zwischen Tür und Angel in 2 Minuten erklären. Dafür brauche ich, selbst in einem Präsenzkurs, brauche ich 2 Tage, um die Menschen so Schritt für Schritt dahin zu führen, weil da braucht es ein Verständnis dafür, warum wir die Dinge eben so tun. Aber jetzt mal unabhängig davon, ja, das kannst du mit deiner Kollegin, das kannst du mit jedem Menschen machen. Das ist auch das, Anne, was ich zum Beispiel in dem Online-Kurs Magie des Lebens in diesen 2,5 Wochen sofort den Menschen beibringe. Das ist eine Technik, die ist überhaupt nicht schwierig, aber du musst halt, du brauchst Zeit, um die Menschen dahin zu führen. Das ist das Wichtige. Ja. Aber ja, kann jeder machen. Jeder kann es machen, jeder kann es lernen. Wir Menschen können alles, wenn wir wollen. Ja. Jeder kann Ayurveda lernen, jeder kann Meditation lernen, jeder kann lernen, Autos zu bauen und jeder kann lernen, die Inka-Tradition zu unterrichten. Ja. Das Kultur ist etwas, was wir lernen können. Es hat nichts damit zu tun, wo wir geboren sind oder womit wir aufwachsen. Voll schön, ja. Echt toll. Die Yvonne schreibt noch, sie hat es selber erlebt, wie kraftvoll die Übung ist. Yvonne Geiser, vielleicht bei dir, ich weiß es nicht. Ansonsten, also ganz, ganz viel Lob, ganz viel Interesse. Freut mich, liebe Zuschauer, und vor allem freut mich, lieber Hans-Martin. Das war jetzt ein super, super spannendes Interview.
Und wenn du mir dann noch den Link eben gibst von der Panchamama Challenge, dann setze ich den auch gleich noch als Kommentar da unter unser Video. Dann können sich die anderen das auch anschauen. Anne, ich danke dir auch für die schöne Gesprächsführung. Es braucht vielleicht jemanden, der antwortet, aber es braucht jemanden, der überhaupt so Interviews organisiert und so nette Fragen stellt. Also danke für die Gelegenheit, dass ich hier mitmachen durfte. Sehr, sehr gern. Wirklich gerne. Ja. Und dann wünsche ich allen noch einen wunderschönen Abend und bis bald. Alles klar, bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.